mal beschreibst, läuft das dann zur Runtime einfach mit? Oder ist das jetzt Das wird statisch reingehoben bei der Kompilierung. Also es läuft in dem laufenden Programm läuft das direkt mit. Genau. Und schreibt dann Login oder macht irgendwelche Checks oder so. Das heißt, das nicht nur für Testing im Vorfeld, bevor das irgendwie live geschaltet wird. Nee. Das kann man nicht dazu und ausschalten oder irgendwie so. Genau, du wirst im Projekt kannst du diese Aspektdateien einfach hinzufügen oder wissen. Okay. Und dann werden die halt mit reinkompiliert drin. Also sie werden in die Class-Dateien, also in die Kompilator mit reinkompiliert. Sie fehlen letztendlich nur im Prelude von dem eigentlichen von einer genau. Klasse, aber sie sind nachher im Kompilator sind sie nachher schon da. Genau. Und der SQLüber baut die tatsächlich zusammen. Der SQLüber ist so clever, dass er die Kompatibilität nicht zerstört. Also die sind immer noch kompatibel ohne, also die sind genauso kompatibel wie die ohne Aspekte. Das garantiert der Weaver. Aber sie werden genau. Gut, gute Frage, würde ich nachgucken. Wenn das garantiert, muss es ja der zweite Fall sein, weil in dem Moment würde ja der Server erst nicht mehr kompatibel sein mit der Version, die nicht den Aspekt hat. Genau. Ja. Deduktion. Ja. Ich kann aussagen, kann testen, wie die Methode returned, auf die ich die Pointer gesetzt habe. Und zwar sollte die eine der Public-Methoden des Services mit einer Fault-Exception wegfliegen. Dann komme ich in diesen Advice hinein. Das heißt, wenn immer eine Methode mit einer Fault Exception rauskommt, kann ich sagen, ich nehme den Server, setze disabled auf true und reporte meinen Fault. Netterweise ist der Fault durch die Signatur oben auch noch zugreifbar in meinem Advice. So kann man sich vorstellen, dass wenn ich alle Sachen zusammenpacke, habe ich einen Aspekt, einen Point Cut, zwei Advices. Der eine weiß, disabled den Server, der andere weiß, testet, ob er disabled ist. Okay, zum Beispiel komme ich gleich nochmal zurück, weil es da ist, es nämlich kein wirklich purer Aspekt, hier gibt es nur noch ein kleines Problem, aber das kann man später lösen. Kurze Frage: Disabled, ist das jetzt ein Private Field eigentlich? Oder? In dem Fall ist es noch ein Private Field. Gut, aber ahnst du schon, worauf ich am Schluss hinaus will? Vielleicht greife ich mir die Frage vorweg, aber wenn ich jetzt in seine Private Fields eingreife, ja, dann greife ich ja in die Implementation selber ein. Und ja, ich habe ja in meiner Implementation gewisse Regeln, die ich befolge, und die würde ja an dem Punkt praktisch von außen verletzt werden. Dass ich intern die Chance habe, also ich sage mal, ich setze meinen Service immer nur auf Disabled, wenn der Socket geclosed wird. Ja. Und plötzlich gibt es einen Aspekt, der setzt mir den vorher auf Disabled. Mhm. Aber damit rechne ich ja nicht. Ich kann ja nicht so viel Error-Checking reinmachen, dass ich all meine privaten Varianten die ganze Zeit checke, ob sie okay sind. Das würde aber trotzdem gehen. Also ich, das ist jetzt das geht. Kein In. Das geht. Das ist aber schon schlechtes, also es ist eine schlechte Art, es zu machen. Und später zeige ich noch eine Art, wie man es besser macht. Okay, aber das ist nicht möglich. Theoretisch kann ich eine Klasse praktisch in einen Zustand versetzen, den der originelle Autor praktisch ausgeschossen hat. Genau. Wo im Code-Kommentar steht, can never happen. Genau, das ist einer der großen Fallen von Aspektoren, die da drüben liegen. Genau. Good spot. Wahrscheinlich einer der nützlicheren Teile die von AspectJ ist die Möglichkeit, sogenannte Intertype Declarations einzubauen. Das bedeutet, ich kann die Signatur meiner Klassen auch noch erweitern in Felder und Methoden. Ich kann sagen, ohne die Code, ohne den Source Code anzupassen, ich füge noch eine Methode hinzu, ich füge noch ein Feld hinzu. Und zwar könnte ich sagen, ich habe hier meinen Aspekt, das ist der erste komplette Aspekt, um es mal zu sehen, wie das jetzt auch syntaktisch korrekt ist. Die kleinste kompilierbare Einheit bei AspectJ ist eine Klasse oder ein Aspekt. Das heißt, man muss sie so zusammenfassen, damit es sich ein Compiler hat. Und ich kann sagen, ich füge Point die Methode AssertX hinzu. Davon weiß die Point-Klasse selbst nicht, aber der AspectViewer weiß es. Und dann kann ich sagen, bevor ich SetX aufrufe auf einen Point, lasse ich erstmal mein Assert durchlaufen und gucke, ob mein X-Wert in den zusätzlichen Bereich ist. Wenn nicht, print ich es raus. Ja, ich hätte vielleicht bei dem anderen Beispiel auch mit print machen sollen, ich bin Exception, aber wie auch immer. Und return it. Klar, könnte man es mit einem Assert-Keyword machen, aber als Beispiel. Also, oder die Sache. Point-Klasse hat jetzt eine weitere Methode. Und es ist natürlich beliebig erweitern. Also diese Methoden können sehr komplex werden. Man kann sehr viel Funktionalität mit einbauen. Also da ist ja der Fantasie nicht wirklich Grenzen gesetzt. Das geht aber nicht zur Laufzeit, oder? Nee. Das ist alles komplett.
Das Reading passiert zur Compile-Zeit. Das ist also ein vernünftiges, reales Beispiel, warum ich das machen sollte. Also warum ich jetzt in einer zweiten Programmierumgebung, meine erste, in der sich alle aufhalten, die zweite, also da nochmal eine Methode reinhängt, von der die erste nichts weiß. Dann quasi eine Metaprogrammierung, die ich drumherum nochmal mache. Und ich kann mir hierüber dann ja quasi bei da oben, wenn die aufgerufen wird, irgendwo bei mir selbst wieder was schmeißen, aber ich verstehe nicht ganz, wo sowas zum Beispiel hinführt oder sowas hin. Es nimmt den Leuten, die jetzt die Klasse Point programmieren, einfach diesen Aspekt ab, dieses Checkings machen, dieses Error-Checkings machen, in diesem Beispiel. Aber du hast gesagt, die Point kriegt jetzt eine SRX-Methode. Genau. Aber da wissen die ja nichts von, die Point. Da wissen die nichts von. Aber die wissen auch nicht, dass es jemals geprüft werden muss. Die Leute, die einen Point schreiben, schreiben einen Point, der einfach global in der Welt benutzt werden soll. Und nur für dich in deinem speziellen Software-System ist es wichtig, dass er zwischen 0 und 100 ist. Okay. Deshalb soll es einfach die Leute von Point nicht anziehen. Was sie trennen. Mhm. Also im Status quo würde man es einfach irgendwo im Code testen, ob es zwischen 0 und 100 ist. Aber ja, jetzt verstehe ich das. Aber ist es nicht eine gewisse Vererbung hintenrum? Das ist eine Vererbung hintenrum, ja. Also nehmen wir einen Point und machen einen Point, der kann nur zwischen 0 und 100 liegen. Ja. Und statt zu sagen, ich habe jetzt praktisch hier meinen Restricted Point oder was auch immer, erschieße ich einfach den Point, der da ist und gebe ihm die Verhaltensweise, die ich haben will. Ja. Okay. Das ist ja die Frage, ob es am Schluss für dich tatsächlich sauberer ist. Also ob du bestimmte Aspekte noch zusammen sehen möchtest. Das heißt eigentlich, die Nützlichkeit in dem Fall ist, wenn der Programmierer von der originellen Bibliothek, weil ich kann es ja mit dem Binary Weaver auch direkt in die Bibliothek reingeben, die ich selber nicht geschrieben habe. Der war einfach nicht clever und Point ist bei ihm so ein fixes Objekt. Ich kann nicht von ableiten, weil es zielt und whatever. Mhm. Und damit könnte ich praktisch einfach ihm sagen, hey, ich mach's jetzt doch. Ja. Oder naja, sag mal so, es ist für mich in meinem Kontext, das ist halt nützlich, das zu tun. Das ist für mich ein relevanter Aspekt. Ich glaube, ich muss ja keine aspektorientierte Sprache erfinden, um Objektorientierung zu bauen, weil die gibt es ja schon. Wie gesagt, es gibt in der Programmierung quasi Probleme Lösung, aber sie enden halt alle mit Klassen, die mehr als eine Responsibility haben. Es endet mit Methoden, die halt verschiedene Aspekte des Software-Systems miteinander vereinen, statt einen klaren Blick auf genau nur ein Problem zu haben. Es ist eher ein ideologisches Problem, stimme ich dir zu. Es gibt Lösungen, es gibt andere Lösungen. Ich halte es einfach für eine sehr elegante Lösung. Ich habe noch kein großes Ding gebaut, wo ich hätte austesten können, ob es tatsächlich Sinn macht, sich zu programmieren. Also, ich fand es einfach faszinierend. So, jetzt kommen wir nämlich zu unserem Server-Ding zurück. Ich kann nämlich sagen, um einen Aspekt von vorhin zu verbessern, Disabled ist kein privates Feld von der Serverklasse, sondern es ist zwar auch jetzt ein privates Feld der Serverklasse, aber in einem Aspekt definiert. Das heißt, die Serverklasse muss sich jetzt nicht mehr um Disabled kümmern. Die Serverklasse muss nicht wissen, dass es irgendeinen Aspekt gibt, der die Disabled-Variable